Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich ein paar grundlegende Dinge zur Entstehung des Blues sowie dessen doch recht eigenwilligen Tonsystems erklären möchte. Viel Spaß! Es gibt ja verschiedene Arten von Musikern. Die einen, denen es ganz egal ist, warum manche Sachen gut klingen und manche nicht, die keinen Wert darauf legen, eine Sache zu verstehen, sondern die einfach nur Spaß beim Spielen haben. Das ist völlig legitim und völlig okay. Und dann gibt es natürlich auch die andere Art von Musikern, die ganz gerne Sachen durchleuchtet, versteht, um sie dann transfer in anderen Situationen verwenden zu können. Wenn ihr, so wie ich, auch zu dieser zweiten Kategorie von Musikern gehört, ist euch vielleicht auch schon das Folgende aufgefallen. Wenn man sich eine gewisse Zeit mit Musiktheorie, mit Harmonielehre beschäftigt, hat man irgendwann die grundlegende Funktionsweise von tonaler Musik verstanden. Also, dass es verschiedene Akkorde gibt, manche in einem Ruhezustand, manche in einem Spannungszustand, die sich dann wieder auf eine bestimmte Art und Weise auflösen. Also, wenn wir zum Beispiel ein Stück in C-Dur haben, haben wir drei Hauptstufenakkorde, den C-Dur-Akkord auf der ersten Stufe, den F-Dur-Akkord auf der vierten Stufe und den G-Dur-Akkord auf der fünften Stufe. Die erste Stufe, die Tonika, bietet uns einen Ruhezustand und strebt nirgends hin. Die fünfte Stufe möchte sich auflösen zur ersten. Auf der fünften Stufe, und zwar nur auf der fünften Stufe innerhalb von Dur-Tonarten, gibt es ja diesen berühmten Dominant-Sept-Akkord. Also den Dur-Akkord mit einer kleinen Septime, der sich dann auflöst zur ersten Stufe, zur Tonika. Was ja einer der wichtigsten Bausteine von, wie gesagt, funktionaler, tonaler Musik ist. Also die fünfte Stufe als Dominant-Sept-Akkord, die sich dann auflöst zur ersten Stufe in einen Ruhezustand. Soweit, so gut. Dann hat man das Ganze verstanden und bekommt einen recht guten Blick auf weite Teile der Rock-Pop-Musik und auch der klassischen Musik. Ja, und dann beginnt man auf einmal, sich mit Blues zu beschäftigen. Betrachten wir einen Blues in C. Ich spreche jetzt im Übrigen, wenn ich über Blues spreche, immer über den sogenannten Dominant-Blues, der aus Dur-Akkorden besteht. Es gibt ja auch andere Arten von Blues. Die sollen aber jetzt nicht Thema dieses Tutorials sein. Also, wenn ihr euch mit einem Blues beschäftigt, der Blues steht in C. Es gibt das sogenannte Blues-Schema, das ja dann aus den drei Akkorden, und jetzt kommt's, C7, natürlich in einem Blues in C, und dann F7, G7, wieder F7 und C7 aufgebaut ist. Und jetzt kommt der große Widerspruch. C7, F7, G7. Das sind doch alles sogenannte Dominant-Sept-Akkorde, die sich normalerweise auflösen wollen. Also C7 würde sich in der normalen, funktionalen Harmonielehre zum Beispiel zu einem F-Major-7-Akkord auflösen. In einem Blues empfindet man aber komischerweise nicht diesen Spannungsauflösungsdrang. Wir nehmen diesen C7-Akkord einfach als stehenden, bluesigen Klang wahr, der aber in keine Richtung strebt. Genauso die vierte Stufe, der F7-Akkord. Keiner würde in einem Blues jetzt erwarten, dass sich der F7-Akkord zu einem B-Major-7-Akkord auflöst. Nein, der F7-Akkord bleibt in seiner Spannung einfach bestehen. Und das gleiche natürlich beim G7. Alle drei
Akkorde des Blues sind also dominant Septakkorde. Was es in der normalen, funktionellen Harmonielehre natürlich nicht gibt. Komischerweise akzeptieren unsere Ohren das als ganz normal. Es klingt eben bluesig. Ja, und vielleicht habt ihr euch ja auch schon gefragt, wie kann das zustande kommen? Um das zu verstehen, sollten wir einen kleinen Blick auf die Geschichte werfen. Der Blues entstand wohl im späten 19. Jahrhundert, natürlich in Amerika. Nun hat Amerika ja eine etwas spezielle Geschichte. Nachdem es von uns Europäern entdeckt wurde, hat sich natürlich auf dem amerikanischen Kontinent unsere europäische Kultur verbreitet. Die indigene Bevölkerung und deren Kultur wurde zurückgedrängt und unsere europäische Kultur, natürlich auch die Musikkultur, verbreitete sich im ganzen Land. So wurde Amerika zunächst also von europäischer Kultur geprägt und die europäische Musikkultur bestand in diesem Zeitraum natürlich aus eben unserer funktionalen Harmonie. Geprägt von Tonika, Subdominante, Dominante und diesen ganzen anderen Dingen. Gleichzeitig fand aber auch eine andere Art der Besiedelung statt, nämlich der Sklavenhandel. Die Europäer holten bzw. entführten natürlich, wie ihr wisst, die afrikanische Bevölkerung und schifften diese in Form von Sklaven eben auch nach Amerika. Ja, und dann hatten wir natürlich zwei recht unterschiedliche Kulturen, die auf dem amerikanischen Kontinent aufeinandertrafen. Zum einen die europäische Kultur und zum anderen die afrikanische Kultur. Die europäische Musikkultur war, wie gesagt, geprägt von funktionaler Harmonie, also Dur-Moll-System, Tonika, Subdominante, Dominante und so weiter. Die afrikanische Musik funktionierte ganz anders. Sie besitzt keine Harmonien nach unserem Verständnis, sondern ist sehr rhythmisch und geprägt von Melodien, die sich im pentatonischen Rahmen bewegen. Da die Afrikaner in Amerika ja, wie gesagt, versklavt wurden, fand sich deren Musik in erster Linie in sogenannten Work-Songs, Chain-Gang-Songs oder Field-Hollers wieder, also Arbeitsgesängen, die den harten Arbeitsalltag erleichterten. Hören wir kurz in so einen typischen Field-Holler, also so einen Arbeitssong hinein. I'll be so glad Wir hören also eine typische Melodie aus dem Bereich ungefähr der F-Moll-Pentatonik. Und natürlich, wie immer, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, findet auch eine Vermischung statt. Dies passierte wohl in erster Linie dadurch, dass viele Schwarze auch den christlichen Glauben annahmen und dann in Gottesdiensten zu der europäisch geprägten Kirchenmusik sangen. Dadurch entstand nun eine musikalisch betrachtet sehr interessante Situation. Wir haben europäisch geprägte Lieder nach dem Dur-Moll-System mit erster, vierter und fünfter Stufe, die von melodischer Seite nun mit pentatonischen Melodien kombiniert wurden. Das Spannende daran ist, dass die schwarze Bevölkerung in erster Linie die Moll-Pentatonik verwendete. Nun trifft also eine Dur-Harmonie, ein Dur-Akkord, auf eine Moll-Melodie.
nämlich die Mollpentatonik. Und daraus entsteht eine sehr interessante Situation, die wir uns einmal anhören sollten. Hören wir uns einmal eine typische Akkordfolge in A-Dur an, bestehend aus erster Stufe A-Dur, vierter Stufe D-Dur und fünfter Stufe E-Dur. A-Dur, D-Dur, A-Dur und E-Dur. Normalerweise würden wir nach unserem europäischen Verständnis jetzt mit der Dur-Tonleiter darüber spielen. Ich spiele die A-Dur-Pentatonik. Soweit so gut, das klingt alles ganz normal und keineswegs nach Blues. Spiele ich jetzt allerdings die A-Moll-Pentatonik, ändert sich das Ganze. Entsteht dieser bluesige Sound. Woran liegt das jetzt aber? Lasst uns die drei Akkorde im Einzelnen betrachten. Zunächst einmal entstehen diese drei Akkorde A-Dur, D-Dur und E-Dur aus der A-Dur-Tonleiter. Die A-Dur-Tonleiter besteht aus den Tönen A, H, Cis, D, E, Fis und Gis. Demgegenüber steht die A-Moll-Pentatonik, bestehend aus den Tönen A, C, D, E und G. Nun haben wir einen A-Dur-Akkord, der aus den Tönen A, Cis und E besteht. Ich spiele jetzt nur den A-Dur-Akkord und betrachte dann die Töne der A-Moll-Pentatonik und überlege, was passiert, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen. Der Ton A ist natürlich harmlos. Nun kommt der nächste Ton in der Pentatonik, der Ton C. Und jetzt wird es spannend. Wir haben nämlich den Ton Cis im Akkord, der jetzt in direkter Konkurrenz zum C der Pentatonik tritt. Wir haben jetzt also quasi die Situation, dass wir Dur und Moll gleichzeitig nebeneinander haben. Diese Ambivalenz zwischen Dur und Moll ist also scheinbar einer der wichtigsten Charakteristiken des Blues. Der nächste Ton, D, ist wieder recht harmlos, er kommt ja in Dur und Moll gleichermaßen vor. Der Ton E ist ebenfalls Bestandteil des Dur- und des Moll-Akkordes. Der nächste Ton, das G, ist wieder interessant. In der A-Dur-Tonleiter käme nämlich der Ton Gis vor, in der Moll-Pentatonik allerdings das G. Hier haben wir also unsere kleine Septime. Ihr ahnt also vielleicht schon, wo diese Dominant-Septakkorde herkommen. Sie stecken nämlich in der Moll-Pentatonik, die dann im Zusammenklang mit dem Dur-Akkord eben diesen Dominant-Sept-Sound erzeugt. Betrachten wir als nächstes die vierte Stufe, den D-Dur-Akkord. Wieder in Kombination mit unserer A-Moll-Pentatonik. Der Ton A ist sozusagen harmlos, er kommt in beiden Systemen vor. Der nächste Ton allerdings, das C,
nimmt wieder eine besondere Rolle ein. In der A-Dur-Tonleiter hätten wir ja den Ton Cis, also eine große Septime im Verhältnis zu dem D-Dur-Akkord. Hier haben wir aber wieder unsere kleine Septime. Es entsteht also wieder ein 7-Akkord, ein Dominant-Sept-Akkord. Das D ist wiederum harmlos, ganz normaler Akkordton. E kommt auch in beiden Systemen vor. Und das G spielt im Zusammenklang mit dem D-Akkord ebenfalls keine große Rolle. Und dann fehlt noch der E-Dur-Akkord. Auch hier werden wir wieder feststellen, dass in Kombination mit der A-Moll-Pentatonik durch die Töne G und D wieder diese Ambivalenz zwischen Dur- und Moll-Akkord und natürlich auch ein Dominant-Sept-Akkord entsteht. Lasst uns diese wichtige Erkenntnis also noch einmal festhalten. Kombiniert man die drei Hauptstufenakkorde einer Dur-Tonart mit der Moll-Pentatonik, entstehen zwei interessante Dinge. Zum einen entstehen sehr ambivalente Akkorde, die irgendwo zwischen Dur und Moll liegen. Wir haben die Dur-Terz unserer Akkorde, die sozusagen konfrontiert wird mit der Mollterz unserer Pentatonik. Und zum anderen entstehen durch das Tonmaterial der Pentatonik auf allen drei Stufen Dominant-Septakkorde, also kleine Septimen. Ein ganz entscheidendes Merkmal des Blues scheint also diese Ambivalenz zwischen Dur und Moll und die kleine Septime zu sein. Und genau diese zwei Töne sind es auch, die man unter anderem als sogenannte Blue Notes bezeichnet. Also Tonbereiche, keine exakten Tonhöhen, sondern gewisse Intonationsbereiche, die der Melodiespieler bzw. der Sänger frei nach seinem Empfinden intoniert, die er im Normalfall etwas tiefer nimmt, aber die keine exakt vorgeschriebene Tonhöhe haben. Man kann also, vereinfacht ausgedrückt, mit einer Moll-Pentatonik über die drei Hauptstufenakkorde in Dur improvisieren und erhält dadurch einen sehr bluesigen Sound. Viele Spieler spielen auch tatsächlich so. Sie erweitern diese Pentatonik dann meist noch durch einen chromatischen Durchgangston zwischen der vierten und fünften Stufe, die irrtümlicherweise oft als Blue Note bezeichnet wird, was sie aber eigentlich nicht ist. Blue Notes sind, wie gesagt, Intonationsbereiche, speziell auf der Terz und auf der Septim, die tiefer intoniert werden. Dieser häufig verwendete Durchgangston zwischen vierter und fünfter Stufe bildet dann gemeinsam mit der Moll-Pentatonik die sogenannte Blues-Tonleiter. Die Blues-Tonleiter eignet sich sehr gut, um erste Schritte in Richtung Blues-Improvisation zu unternehmen. Allerdings fehlen einige sehr wichtige Töne drin. So kommt zum Beispiel die Terz unserer vierten Stufe, also im Falle von A des D-Dur-Akkordes, darin überhaupt nicht vor. Die Improvisation im Blues soll allerdings nicht Thema dieses Tutorials sein. Damit werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Hier ging es mir jetzt eher darum, zu zeigen, wie dieser spezielle Sound des Blues überhaupt zustande kommt und wie diese Dominant-Sept-Akkorde im Blues einzuschätzen sind. Eben nicht als funktionale Akkorde, die sich in eine bestimmte Richtung auflösen wollen, sondern
eher um einen Sound, der entsteht, wenn die Mollpentatonik auf einen Dur-Akkord trifft. Und das soll jetzt auch schon reichen als eine erste theoretische Einführung zum Thema Blues und wie dieses Tonmaterial überhaupt zu interpretieren ist, beziehungsweise wie es zustande kam. Um die praktische Improvisation im Blues, zu der es ja verschiedene Konzepte gibt und verschiedene Begleitungsmöglichkeiten, möchte ich dann in anderen Tutorials reden. Wenn euch das Video gefallen und vielleicht auch weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eure Likes und ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.